Sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrter Herr Sachau, lieber Martin Dutzmann, sehr geehrte Damen und Herren. Am 24. Oktober 2007 veröffentlichte der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland die Denkschrift unter dem Titel »Aus Gottes Frieden leben, für gerechten Frieden sorgen«. Ich zitiere aus der damaligen Pressemeldung. Wer den Frieden will, muss den Frieden vorbereiten. Das fordert der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland. Er widerspricht damit dem alten politischen Grundsatz, dass man den Krieg vorbereiten müsse, wenn man den Frieden wolle. Wirksame Friedenspolitik beruht in der Gegenwart, so der Rat der EKD, auf dem Abbau von Gewalt, dem Ausbau der internationalen Rechtsordnung und der Förderung weltweiter sozialer Gerechtigkeit. Der Dreiklang von Frieden, Recht und Gerechtigkeit wird in der Kurzformel vom gerechten Frieden zusammengefasst. Zitat Ende. 5 Jahre sind eine kurze Zeit, wenn es darum geht, an eine Denkschrift zu erinnern. Ein Jubiläum ist es sowieso nicht, denn es gibt nicht viel zu jubeln, wenn wir in die Welt mit ihren Konflikten und Kriegen schauen. Dankbar können wir sein für Frieden in unserem eigenen Land. Ernüchtert sind wir angesichts der Hoffnung nach dem Ende des Kalten Krieges. 5 Jahre sind eine lange Zeit, wenn wir auf den Ausbruch und die Entwicklung von Konflikten sehen, von Afghanistan über Libyen bis Syrien. Im Lichte der Denkschrift möchte ich 2 aktuelle Herausforderungen nennen, die uns mit Sicherheit heute beschäftigen werden und auch über den Tag hinaus. Erstens die zerfallenden Staaten und die Schutzverantwortung. Die Denkschrift von 2007 hatte unter der Ziffer 16 die Situation zerfallender Staaten schon im Blick. Dort heißt es, trotz Globalisierung, Multilateralisierung und Ökonomisierung internationaler Beziehungen mit jeweils wichtiger gewordenen außerstaatlichen Akteuren bleiben die Staaten die Hauptverantwortlichen für die Lösung der existenziellen Probleme ihrer Bevölkerung sowie für die Bewahrung des Friedens. Doch viele von ihnen werden den Aufgaben nicht gerecht. Im Laufe der letzten 5 Jahre haben sich diese Probleme noch verschärft. Es sind kaum noch Konflikte zwischen den Ländern, sondern in der Hauptsache und Mehrzahl Konflikte und Kriege innerhalb der Staaten bis hin zu den Folgen des arabischen Frühlings. Diese Konflikte verschärfen die Frage nach der Verantwortung der internationalen Gemeinschaft zwischen dem hohen Gut der Souveränität der einzelnen Staaten und der Schutzverantwortung der internationalen Gemeinschaft auf der anderen Seite. Ich begrüße in diesem Zusammenhang sehr die von der Bundesregierung entwickelten ressortübergreifenden Leitlinien für eine kohärente Politik der Bundesregierung gegenüber fragilen Staaten. Diese Leitlinien entsprechen einer Forderung vieler, auch der EKD. Der Militärbischof und ich haben auch angesichts des Afghanistan-Einsatzes immer wieder ein Gesamtkonzept und Zusammenhang gefordert. Dabei weiß ich, dass es auch immer wieder die Militärs sind, die genau das einfordern im Sinne der Soldaten. Besonders die Ausrichtung an dem Entwicklungsbericht der Weltbank, die Betonung des Zusammenhangs von Sicherheit und Entwicklung, die Bescheidenheit und Nüchternheit der Wirkungsmöglichkeit, die Einrichtung ressortübergreifender Taskforces, die Betonung der Prävention und der jeweiligen lokalen Kontexte und Gruppen und die Langfristigkeit des Engagements sind wichtige Ansätze dieser Leitlinien. Und ich verstehe dies auch als einen Lernprozess angesichts der ernüchternden Analyse des Afghanistan-Einsatzes. Ich wünsche gerade dem ressortübergreifenden Engagement einen langen Atem. Erlauben Sie mir 2 kritische Anmerkungen dazu. Erstens, die Einrichtung von Taskforces ist allein noch keine ausreichende Prävention. Ich wünschte mir, dass die Leitlinien auch zu einem Umdenken hinsichtlich einer langfristigen Prävention führen. Dazu gehört meines Erachtens
ein neuer Umgang mit der Politik von Staaten, die Menschenrechte grob verletzen, und eine rigide Waffenexportpolitik. Und zweitens, ich wünsche mir über die bloße Möglichkeit hinaus die verpflichtende Einbeziehung zum Beispiel des Ressortkreises zivile Krisenprävention oder auch ziviler Gruppen und Initiativen, die viel Erfahrung in Konfliktbearbeitung haben. Ich glaube, hier liegen viele Erfahrungen aus der Friedensarbeit vor, die es deutlich auszubauen gilt. Die Schutzverantwortung wird uns in unserer heutigen Diskussion beschäftigen. Sie fordert uns auch als Kirchen heraus. Die Abschlusserklärung der Internationalen Ökumenischen Versammlung in Kingston, Jamaika, hat die Kirchen aufgefordert, das Verhältnis von gerechtem Frieden und der Schutzverantwortung für sich zu klären. Dabei geht es nach meiner Meinung vor allem um die Betonung der Prävention und des Peacebuilding und auf der anderen Seite um die Missbräuchlichkeit der Responsibility to Protect, wie sich meines Erachtens es auch im Libyen-Einsatz gezeigt hat. Eine zweite Herausforderung möchte ich nennen, die Rolle der Bundeswehr. In Ziffer 149 der Denkschrift heißt es, die Neuausrichtung der Bundeswehr, vorwiegend auf Auslandseinsätze, wirft viele ernste Fragen auf. Zwar ist aufgrund seiner Größe, geografischen Lage, Bevölkerungszahl und Wirtschaftskraft die Mitverantwortung des Vereinigten Deutschlands für Frieden und Sicherheit in Europa und darüber hinaus unstrittig, und die an uns gerichteten Erwartungen sind offenkundig. Dies erfordert jedoch ein friedens- und sicherheitspolitisches Gesamtkonzept, das bisher noch nicht hinreichend erkennbar ist, jedenfalls keines, in das sich militärische Mittel und die Teilnahme an Militäraktionen überzeugend einfügen. Schon die Denkschrift forderte eine breite öffentliche Diskussion über die zukünftige Rolle der Bundeswehr, betont das Prinzip der inneren Führung und den Staatsbürger in Uniform. Diese heutige Veranstaltung ist ein Teil dieser öffentlichen Debatte, die wir fordern und auch selbst führen wollen in der Kirche. Die Zahl der zunehmenden Auslandseinsätze und die Aussetzung der Wehrpflicht und die mit beiden Themen verbundenen Transformation der Bundeswehr verschärft auch die Frage nach der Rolle der Bundeswehr. Und damit sind wir mitten im heutigen Thema, vielleicht mit einer Variante: Wofür sollen deutsche Soldatinnen und Soldaten gehen? Welche deutschen Interessen genau sollten Soldatinnen und Soldaten schützen? Der ehemalige Bundespräsident Horst Köhler wird im Weißbuch von 2006 zitiert: Die Debatte braucht klare Analysen, welche deutschen Interessen es zu schützen gilt, vor welchen Herausforderungen und Bedrohungen wir dabei stehen, auf welche Ressourcen wir zählen können, wie wir vorgehen und welche Rolle dabei die Bundeswehr übernimmt. Diese Anmerkung ist, wie ich finde, nach wie vor aktuell. Was sind nationale, wirtschaftliche Interessen und wie ordnen sie sich in ein internationales System einer gerechten Welt ein? Hier bedarf es ebenso wie beim ersten Thema weiter einer breiten Diskussion. Noch eine Anmerkung zur Rolle der Bundeswehr. Solange es die Bundeswehr gibt, braucht sie verantwortungsvolle Soldatinnen und Soldaten. Diese angesichts der Aussetzung der Wehrpflicht zu gewinnen, ist ein berechtigtes Anliegen. Information und Werbung allerdings sollten seriös sein und die Risiken dieses Berufes mit einschließen. Im Blick auf Auslandseinsätze nur die zukünftigen Verdienstmöglichkeiten zu nennen oder den Eindruck zu vermitteln, die Bundeswehr sei so etwas wie ein Abenteuerurlaub, halte ich nicht für seriös und ernsthaft. Die heutige Tagung wird die Ernsthaftigkeit der Situation noch einmal deutlich machen. Am Ende wünsche ich mir etwas, was vielleicht eigentlich ans Ende der Tagung gehört, aber ich jetzt schon jetzt sagen möchte. Ich wünsche mir nämlich eine weitere Akademietagung. Und zwar zum Thema, wie weit soll Deutschland in der Prävention gehen? Und dabei würden dann entwicklungspolitische Fragen und die gewaltfreie Konfliktbearbeitung und die dafür notwendigen Mittel und Ressourcen im Mittelpunkt stehen.
Und das wäre auch ganz im Sinne der Soldatinnen und Soldaten, um ihr Leben zu schützen. Vielen Dank.